Neuenheimer Feld 367, Werkstattgebäude des Zentralbereichs der Universität Heidelberg. Hier wird getüftelt, repariert. Hier entstehen Sonderanfertigungen für die Unilabore und Unikliniken. Also der Umweltgedanke ist bei uns an sich schon verwurzelt. Es werden keine Sachen weggeworfen. Wir reparieren auch relativ alte Sachen noch. Die Teilnahme beim nachhaltigen Wirtschaften deshalb fast ein Muss. Wir waren uns vorher an sich relativ sicher, dass wir schon fast an alles gedacht hätten und wollten es einfach nochmal überprüfen. Haben aber festgestellt, dass da noch ein paar Sachen noch im Argen lagen. Die Gefährdungsbeurteilung war zum Beispiel schon ein bisschen älter, die haben wir jetzt aktualisiert. Wir haben auch das Thema bei den Kollegen natürlich ein bisschen verbreitet und haben die ein bisschen sensibilisiert. Vorschläge waren zum Beispiel hier eine Fassadensanierung. Das wird natürlich, also zumindest in der nächsten Zeit, am Geld scheitern. Es war ein Einsatz von elektronischen Vorschaltgeräten zum Beispiel in manchen Bereichen. Eine optimalere Nutzung der Kühlung bzw. der Heizung ist vorgeschlagen worden. Zum Beispiel Wärmerückgewinnung für eine Klimaanlage. Ich würde also jedem empfehlen, mitzumachen. Es ist nicht wenig Arbeit, aber ich denke, dass es für ganz viele Betriebe sehr sinnvoll ist. Diese Impulse, die muss man manchmal kriegen, um dann nochmal genauer hinzuschauen. Wer in Heidelberg in einem der städtischen Bäder ins Wasser taucht, kann das mit bestem Gewissen tun. Wir als Stadtwerke Heidelberg stehen für eine umweltschonende Energie- und Wasserversorgung. Insofern war es für uns ein logischer Schritt, dass wir uns als Bäder bei dem Projekt Nachhaltiges Wirtschaften engagieren. Wir haben letztes Jahr bereits das Hallenbad Köpfel zertifizieren lassen und sind dieses Jahr mit dem Thermalbad und dem Hallenbad im Darmstädter Hofzentrum bei dem Projekt beteiligt. Wir haben im Thermalbad schon ganz hocheffiziente Pumpen eingesetzt. Mit der Steuerungstechnik sparen wir Minimum 15-20% an Strom ein. Im Hallenbad Darmstädter Hofzentrum haben wir im Jahr 2013 die Badewasseraufbereitungsanlage erneuert. Wir haben den Umkleidebereich renoviert, beispielsweise auf LED-Beleuchtung geachtet und führen jetzt mit Unterstützung des nachhaltigen Wirtschaftens Optimierungen beispielsweise an der Lüftungsanlage durch und werden Bewegungsmelder und Präsenzmelder installieren. Meine Leute jetzt hier im Hallenbad Darmstädter Hofzentrum stehen voll hinter dem Projekt. Wir haben nicht nur die Energie für jetzt, sondern auch für spätere Zeiten, für unsere Kinder. Und da muss man halt eben mit nachhaltigen Wirtschaften arbeiten. Das ist auch so meine Botschaft. Macht nachhaltiges Wirtschaften. Es hilft, Maßnahmen zu ergreifen, die ökologisch wie ökonomisch Einsparungen mit sich ziehen. Belmondo wurde gegründet in den 80er Jahren mit dem Unternehmensziel, ökologische Naturmatratzen aus nachwachsenden Rohstoffen und den dazu passenden Bettgestellen zu handeln. Heute bekommt man bei Belmondo Möbel aller Art aus Holz aus zertifiziertem Anbau, von namenhaften Herstellern oder aus der eigenen Schreinerei. Das größte Einsparpotenzial haben wir natürlich bei der Renovierung der Schaufensterfront. Liba hat ausgerechnet, dass wir da ungefähr 500 Euro im Jahr einsparen könnten an Wärmeeinsparung. Das müssen wir jetzt einfach hochrechnen, ob sich das amortisiert. Kleinere Einsparpotenziale haben wir im Bereich Beleuchtung, indem wir die Brenndauer einfach ein bisschen verringern, indem wir vielleicht Bewegungsmelder einbauen. Änderungen haben sich hauptsächlich ergeben im Bereich der Rechtssicherheit. Die Gefährdungsbeurteilung zum Beispiel hatten wir in den ganzen Jahren eigentlich eher vernachlässigt. Wir sehen die Kosten eigentlich auch ganz gut investiert. Denn wir erwarten einen Imagegewinn. Wir haben ein Logo, das heißt gesund schlafen, ökologisch einrichten. Und da ist natürlich das Zertifikat nachhaltig wirtschaften schon fast zwingend für uns. Unser Haus steht für kirchliches Bauen seit über 450 Jahren hier in Heidelberg. Als kirchliche Stiftung ist uns Umweltmanagement ein wichtiges Anliegen. Wir haben seit vielen Jahren ein zertifiziertes Umweltmanagement im Haus implementiert. Von daher ist nachhaltiges Wirtschaften der Stadt eine aus unserer Sicht logische Weiterführung. Um einfach unsere eigenen Erfahrungen einzubringen, aber auch selbst zu lernen aus dem Austausch mit den vielen verschiedenen Netzwerkpartnern.
Wir haben hier ein aktuelles Beispiel, dass einfach ein Mitglied dieses Netzwerkes gesagt hat, beim Hofumbau berücksichtigt doch bitte, dass es in Zukunft Elektroautos geben wird. Wollt ihr nicht gleich eine Station bauen oder zumindest den Schacht dafür? Und das haben wir auch dankbar aufgenommen. Insgesamt waren 4 Begehungen, davon auch eine Energiebegehung und Rechtsprüfung. Da kriegt man natürlich auch mal mit, wenn man schon lange ein bestimmtes Thema macht, wie wir das Umweltmanagement. Es ist immer gut, wenn dann nochmal ein Blick von extern auch drauf geworfen wird. Also konkret in Planung ist auf jeden Fall das Thema Heizungsanlage, um da halt auch schnell die Optimierung herbeizuführen. Zum einen ist es ja für einen selbst immer wieder eine Herausforderung, sich da neue Gedanken drüber zu machen, Dinge zu überlegen, wo kann man noch sparen. Und es ist auch schön, bei so einem Unternehmen zu arbeiten, das versucht, das auch umzusetzen. Jugendherberge Heidelberg International. 447 Betten, 77.000 Übernachtungen pro Jahr. Die Jugendherberge Heidelberg ist die größte Jugendherberge im Landesverband Baden-Württemberg. Wir wurden vor einem Jahr komplett fertiggestellt, renoviert, umgebaut, sodass wir jetzt alle Zimmer mit Dusche und WC haben. Wir haben ein ganz modernes Seminarzentrum bekommen mit modernster Seminartechnik. Nachhaltigkeit wurde dabei groß geschrieben. Das Deutsche Jugendherbergswerk hat sich generell zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Das bedeutet deutschlandweit alle 14 Landesverbände. In erster Linie möchten wir natürlich wie jeder auch Energiekosten sparen, aber uns liegt auch das Ressourcenschonen besonders am Herzen. Wir achten darauf, dass auch unsere Großgeräte besonders energiesparend sind. Logische Schlussfolgerung. Die Teilnahme beim nachhaltigen Wirtschaften Heidelberg. Nachhaltiges Wirtschaften war für mich erstmal was ganz Neues. Man lernt kennen, wo sind seine größten Stromverbraucher, wie groß ist der Wasserverbrauch. Man kommt auf Gedanken, die man sich vorher so nie gemacht hätte, im Bereich Mitarbeitersicherheit, Arbeitssicherheit und in welchem Umfang muss diese ganze Technik auch gewartet und geprüft werden. Im Rahmen des Projektes sind wir hier auf verschiedene Anbieter aufmerksam geworden. Wir kaufen hier von ansässigen Lieferanten im Bereich Obst und Gemüse, Fleisch, Brot und Backwaren, arbeiten teilweise mit dem Weltladen zusammen. Zum Gebäudeunterhalt haben wir einen, das hört sich jetzt ganz einfach an, Wartungsplan erhalten. Wir haben einen sehr schönen Einkaufsleitfaden erarbeiten können, dass wir auch nachhaltig einkaufen. Das sind allerdings alles Dinge, die wir vom Grundsatz her schon im Landesverband umgesetzt hatten. Aber hier wurde das alles richtig schön in eine Struktur gepackt, die wir jetzt als Leitfaden für alle Häuser verwenden können. Mitgemacht habe ich beim nachhaltigen Wirtschaften, zum einen aus Netzwerkgedanken, zum anderen, um noch einige Dinge rauszufinden, was man in der Firma verbessern kann, betreffend Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Verwendung von Rohstoffen, in dem Fall unsere Materialien. Verbessert wurde zum einen die Einbindung der Mitarbeiter in Nachhaltigkeit und Energiesparen, wie auch Materialien, also Rohstoffe, einzusparen. Unser Büro spart sehr viel Energie, weil die Heizung sowohl über elektronische Thermostate wie auch über Bewegungsmelder gesteuert ist. Die Beleuchtung genau das gleiche. Unsere Steckdosen im Büroraum werden abends abgeschaltet durch einen Funkschalter, der auf dem Schreibtisch liegt. Was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, ist beidseitiges Drucken und Verwendung von Umweltpapier. Dröger und Entenmann, ein Familienbetrieb in der 4. Generation. Wir sind Großhändler für Rohre und Armaturen, also alles für den kommunalen Tiefbau. Nebenbei machen wir noch Serviceleistungen, Dienstleistungen. Wir sind jetzt hier im Standort knapp über 90 Mitarbeiter. Als wir eingezogen sind in das Gebäude, das war 1995, wurde schon auf ziemlich viele Nachhaltigkeits- und Umweltrichtlinien geachtet. Wir haben zum Beispiel das Oberflächenwasser, was wir zur Versickerung bringen, in unserem eigenen Teich. Es gibt sehr viel Licht in der Firma, es gibt sehr viele Schächte, in denen das Licht reinkommt. Also wir haben zum Beispiel in der Halle im Winter jetzt momentan vielleicht 3 Stunden, die wir am Tag beleuchten müssen. Das nachhaltige Wirtschaften hatte zuerst mal einen guten Ruf gehabt. Wir kennen das Projekt schon länger durch befreundete Firmen, die auch teilgenommen haben. Und wir sehen darin eigentlich eine Chance, ein gewisses Umweltmanagementsystem bei uns zu etablieren und aber auch Schwachstellen vielleicht aufzudecken.
Neue Ideen gab es auf jeden Fall, ja. Was manche Temperaturen, Beheizung angeht, die wir bearbeiten wollen. Das sind Einsparpotenziale, die wir haben, die auf jeden Fall sich auch finanziell rechnen werden. Ansonsten ist es im Endeffekt die Rechtssicherheit, die dahinter steckt. Wir haben viele Prüfpflichten, die müssen in verschiedenen Abständen geprüft werden. Das ist natürlich einfacher, wenn man da ein gewisses Tool hat, was einem immer zum richtigen Zeitpunkt sagt, hey, hier muss was gemacht werden. Bei der ganzen Sache rausgekommen ist, dass man auf jeden Fall viel gelernt hat, wo bei uns die Probleme sind. Man hat eine vernünftige Dokumentation, die man vielleicht vorher bei verschiedenen Mitarbeitern gelagert hatte und die ist jetzt zentral in einer Datei. Also wir würden uns natürlich sehr freuen über die Zertifizierung, da es einmal natürlich ein gutes Bild nach außen macht. Aber andererseits geht es jetzt nicht einfach nur darum, das Zertifikat zu haben, sondern jedes Unternehmen, das bei dem Projekt teilnimmt, wird was davon haben. Das kann eigentlich nur helfen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dienstfahrräder vom Bau für kleine Strecke werden die genutzt. Der Grund für uns als Stadt Schriefheim und auch insbesondere mit unserem Bauhof war, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen wollten auf eine Schulung und auch eine Schärfung, was es bedeutet, nachhaltig zu wirtschaften, also mit unseren Ressourcen sparsam umzugehen und das dann auch später in die Stadtverwaltung mitzunehmen und auch dort diese Ansätze zu verwirklichen, die wir zum Beispiel mit den Umweltleitlinien hier gesetzt haben. Und natürlich auch mit unserer Hauptressource, dem Personal, was ja ganz elementar ist, auch auf so einem Bauhof und auch in einer Stadtverwaltung so umzugehen, dass man sie schützt, auch den Arbeitsrichtlinien entsprechend fördert und protegiert diese Menschen. Wir haben mitgenommen, dass wir zum Beispiel mit unseren Gefahrenstoffen, die wir hier auf dem Bauhof ja auch haben, für unsere tägliche Arbeit entsprechend sorgsam und noch mit einem schärferen Blick umgehen möchten. Und dass man sich viel stärker damit auseinandersetzen muss mit diesem Thema und auch in dem Team, in der Gruppe darüber reden muss und nicht immer denken, das ist alles selbstverständlich. Das ist es nämlich oftmals gar nicht. Eine gute Kommunikation ist da unheimlich viel wert. Das geht schon los mit der Einsparung von der Wasserspülungen, von der Toilette. Die Lichtschalter werden jetzt öfters betätigt. Bei der Heizung sind schon Maßnahmen ergriffen worden. Die Leute merken sich das irgendwo. Im ersten Abschnitt des nachhaltigen Wirtschaftens kamen wir unserem Problem der Schuttentsorgung auf die Spur. Das hat uns in den ersten 2 Jahren eine Einsparung von rund 15.000 Euro gebracht. Die Firma Linse ist in Sachen nachhaltiges Wirtschaften Wiederholungstäter. Der alteingesessene Stuckateurbetrieb aus Heidelberg macht wegen der guten Erfahrungen bereits zum 3. Mal mit. In Sachen Energie sind wir auf Energiesparleuchten gegangen. Unsere Wasserversorgung über Wasserboiler haben wir mit Zeitschaltuhren ausgestattet. Wir haben die Außenbeleuchtung überprüft, sodass wir zum Beispiel von einem 1000 Watt Strahler auf 180 Watt Strahler umgestiegen sind, was natürlich eine immense Einsparung in den Stromkosten bedeutet. In der Arbeitssicherheit sind wir eigentlich schon immer gut ausgestattet. Auf der Seite der Rechtssicherheit haben wir mit Sicherheit einiges dazugelernt, auf was man alles auf den Baustellen und auch hier im Lager achten muss. Ich sage, es lohnt sich mitzumachen. Man hat überall irgendwo bestimmte Bereiche, die man einfach vernachlässigt im Betrieb. Da wird man mal wieder drauf gestoßen und kann dadurch nicht nur Kosten sparen, sondern man hat auch ein ruhiges Gewissen und man weiß, es ist im Betrieb alles in Ordnung. Volksbank Kurpfalz, H&G Bank. Dienstfahrräder haben hier Vorfahrt. Unser Engagement und unser Antrieb für die Mitwirkung beim nachhaltigen Wirtschaften, dass wir es quasi in unseren Genen haben, als Genossenschaftsbank nachhaltig zu wirtschaften. Wir haben dafür ein Projekt in unserem Hause aufgesetzt und wir haben einiges umsetzen können, wie zum Beispiel dem Einsatz von LED-Beleuchtungen. Wir haben komplett auf Ökostrom umgestellt. Wir haben unsere Fahrzeugflotte umgestellt auf energiesparende Fahrzeuge. In 3 von 19 Filialen wurde die Beleuchtung bereits auf LED umgestellt. 130.000 Kilowattstunden an Strom eingespart. Auch vor dem Tresor macht Umweltschutz nicht Halt. Neben der LED ist noch geplant, den Strombedarf an anderen Energieträgern zu überprüfen. Das heißt, die ganzen Heizungen werden überprüft, die ganzen Klimaanlagen werden überprüft. Seit 3 Jahren ist die Volksbank Kurpfalz H&G Bank mit ihren 360 Mitarbeitern beim nachhaltigen Wirtschaften dabei.
dieses Mal mit der Filiale in St. Ilgen. Wir würden das nachhaltige Wirtschaften auf jeden Fall weiterempfehlen. Zum einen der Netzwerkgedanke, der Austausch der einzelnen Unternehmen, dann der Energieeinsparbedarf, den man dort bekommt. Natürlich auch die Workshops sind sehr interessant, sehr vielseitig. In alle Gebiete, wir würden es definitiv weiterempfehlen. Treiber Trace in Wieblingen, eine Holzwarenfabrik in fünfter Generation, die für den weltweiten Markt Puderkästen herstellt. Diese Puderkästen werden in der Süßwarenindustrie eingesetzt zur Herstellung von Gummibärchen. Haribo ist unser wichtigster Kunde. Wir sind ja holzverarbeitendes Unternehmen, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wir haben zwei große Silos, die sind meistens bis oben hin voll mit Spänen. Was machen wir damit? Wir heizen. Einen anderen Teil verkaufen wir noch als Brennholz. Nun ist es allerdings so, dass wir so viel Heizenergie hatten oder immer noch haben, dass wir teilweise nicht wussten, wohin damit. Und da haben wir durch Arkum einen tollen Tipp bekommen, wie es denn wäre mit einem Blockheizkraftwerk. Das wird jetzt geprüft. Weitere Vorschläge des Projekts Nachhaltiges Wirtschaften Heidelberg wurden sofort umgesetzt. Ein ganz wichtiger Vorschlag, sehr, sehr simpel war, wir als holzverarbeitendes Unternehmen benutzen sehr viel Luft. Von der Energie, die man investiert, kommt relativ wenig an. 90% verpuffen da. Und wir wurden darauf aufmerksam gemacht, machen Sie regelmäßig Kontrollgänge. Ja, einmal im Jahr. Und dann haben wir gesagt, ja, laufen Sie doch mal jeden zweiten Samstag durch, weil ein Quadratzentimeter kostet im Jahr ungefähr 500 Euro. Okay, gut, das lohnt sich und ist simpel umzusetzen. Und dann natürlich wieder größere Projekte, wo man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, Austausch der Kompressoren. Lauter solche gute Ideen haben wir geliefert bekommen. Und was unterm Strich bei rumkam, muss ich sagen, ja, da stimmen die Zahlen.